Diese Nilfgaarder. Warst du das? Sie haben ihrem Anführer zu blind vertraut. Du hast sie alle getötet? Sie selbst waren es jedenfalls nicht. Und damit willkommen zurück hier bei The Witcher 2 Assassins of Kings. Wir machen weiter und flüchten aus dem Lager der Nilfgaarder. Oh Mann, wir haben Triss gerettet. Und scheinen sogar sicher zu entkommen. Das darf ja nicht wahr sein. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir die Stadt nochmal untersuchen können. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Es sieht gut aus. Ich glaube, wir kommen jetzt in der Stadt aus, oder? Trennen wir uns hier. Ich will dich nicht wieder verlieren. Das stimmt. Wir haben lang genug daran gearbeitet, sie überhaupt wiederzufinden. Triss? Ja? Ich möchte dich kein zweites Mal aus einem solchen Chaos zerren müssen. Mach dir keine Sorgen, ich komme zurecht. Wir sehen uns bei den Beratungen. Gut. Dürfen wir doch einmal in die Stadt zurückkehren? Wir dürfen in die Stadt zurückkehren. Gott sei Dank. Ah. Bin ich erleichtert? Wo sind wir denn hier? Da oben. Da würde ich gerne hingehen. Alles klar, aber ich bin jetzt erstmal froh, dass wir wieder hier sind. Zurück auf dem Marktplatz, Gott sei Dank. Wo ist Triss Merigold? Haben wir damit auch abgeschlossen, super. Oh Mann, ich habe mir schon Sorgen gemacht, Leute. Ich habe mir Sorgen gemacht. Sei gegrüßt. Ja, ja, hallo, hallo. Was ist das denn? Ging es da vorher auch schon runter? Naja, wie gesagt, ich bin erstmal erleichtert, dass wir hier nochmal in Ruhe alles angucken können. Dass wir uns hier nochmal alles angucken können. Zum Beispiel diese Aufgaben hier. Tötung von Gargoyles. Allen kund und zu wissen, dass in Loch Muin versammelte Zauberer einen Tapferen suchen, der die Stadt von den Gargoyles befreit. Diese Wesen sind zu einer Bedrohung für die Gäste der Beratung geworden, daher müssen sie auf beliebige Wirkungsweise entfernt werden. Den Mutigen, diesen Auftrag annimmt, erwartet eine staatliche Belohnung abzuholen beim ehrenwerten Bras von Banart. Okay. Herausforderung des starken Numa haben wir schon. Eleganz ist die Mutter des Prestiges. Stil konkurriert Charisma. Wir wissen wie Erscheinungsbild. Traumfrisur, ja, ja. Ja, ja. Finde mehr über Gargoyles heraus. Gargoyles. Deaktiviere Siegel 2 von 3, okay. Der Königsmörder. Ah, das können wir ganz kurz durchlesen. Im Gespräch mit der gefangenen Philippa fiel ein weiteres Puzzleteil an seinen Platz. Geralt erfuhr, dass Shelah de Tinkerwell die Königsmörder im Namen einer Geheimorganisation der Loge der Zauberinnen angeheuert hatte. Die Magierinnen hatten wiederum Letus Arglist unterschätzt und die Kontrolle über ihn verloren. Und man höre und staune, auch Triss Merigold hatte der Loge angehört. Bis ihr die anderen Zauberinnen das Vertrauen entzogen hatten. Dies schien der Tag der Sensation zu werden. Das stimmt. Das Geheimnis von Loch Muin. Das war's mit dem Alchemisten. Okay. Die Aufgaben haben wir alle erledigt. Sehr schön. Ich frage mich gerade, wen haben wir denn hier zum Beispiel? Ach, das ist der Bras. Ich bin Geralt. Bras von Banart. Ich kenne dich noch aus Tanet. Hatte ich auch in Ochsenfurt gesehen. Offenbar begegnen wir uns nur auf elfischem Boden. Vielleicht. Aber dich führt sicher nicht das Verlangen her, mit mir über Elfenruinen zu reden. Nö, ich brauche eigentlich eine Waffe. Obwohl, doch, mich interessieren auch diese Ruinen. Im Gegenteil, Elfenruinen finde ich hochinteressant. Im Ernst? Aber Elfenbauten sind nicht halb so interessant wie die von Gnomen. Selbst das verfallene Loch Muin ist beeindruckend. Zu Zeiten der ersten Kammer muss es hier wunderschön gewesen sein. Vorm Krieg war alles besser, wie es so schön heißt. Die Quellen, die Geoffrey Monk hierher geführt hat, haben sich bestimmt vor Staunen die Hälse verrenkt. Ich kann mir Hengidum Dyth nicht als gaffenden kleinen Jungen vorstellen. Bist du ihm begegnet? Ach ja, in Tanet.
Sein Tod war ein großer Verlust. Siehst du, Geralt? Die Alten jammern ständig, dass die Welt immer schlechter wird. Die Werte verändern sich. Das Kleine verdrängt das Große. Ja, aber in Tanith ist tatsächlich eine Epoche zu Ende gegangen. Die Welt ist erwachsen geworden und hat ihre Unschuld durch Gewalt verloren. Diese erwachsene Welt schert sich nicht mehr um Meister der Magie oder legendäre Helden. Das ist es ja. Die Menschen von heute kommen wunderbar ohne Zauberer, Hexer und Helden aus. Das stößt wohl nicht bei allen auf Verständnis und Zustimmung. Du bist zu klug. Du wirst dich in Schwierigkeiten bringen. Wechseln wir das Thema. Wahnsinnig interessante Dialoge, oder? Auch wenn ich nur die Hälfte verstanden habe. Erstens, die Synchronsprecherstimme von Geralt und von unserem guten Brass hier einfach nur grandios. Zweitens, wer die Texte geschrieben und übersetzt hat, ebenfalls grandios. Eigentlich wende ich mich an dich als Waffenkundigen. Ich bin kein Fachmann. Du bist der beste Schwertschmied unter den Zauberern. Dabei interessieren mich eher die materiellen Kulturschätze anderer Rassen. Ich brauche einen soliden materiellen Kulturschatz für meine Faust. Ich kann mir denken, dass es da zwingende Umstände gibt. Ja, zum Beispiel können wir mit ihm aber auch über das Manuskript reden, das wir gefunden haben. Ich habe das Manuskript gefunden. Interessant. Es ist mit Hilfe uralter Magie versiegelt. So sichert man nur sehr wertvolle Dinge. In der Tat. Weißt du, wie man es entsperrt? Die nötigen Ingredienzien werden aus den Körpern bestimmter Monster gewonnen, die es hier leider nicht gibt. Pheromone der Königin der Endriagen, das Blut eines Neckers und das Hirn einer Gralle. Statt des Harpyeneises wirkt auch die Zunge eines Moderhäuters. Danke. Ich komme zurück, wenn ich alles beisammen habe. Wenn das mal so einfach wäre. Ja, Gargoyles. Erzähl mir was über diese Gargoyle, die euch keine Ruhe lassen. Gargoyle sind die Diener der Zauberer, die einst in Lokmuin lebten. Die Magier gingen fort. Die Gargoyle blieben und treiben ihr Unwesen. Sie machen einige Stadtviertel unsicher. Die kann man nicht mehr betreten. Moment, Moment. Etwas kaufen. Ich bin gespannt, ich erwarte viel. Elfenschwert, kurzer Elfensitil. Naja, es hält sich in Grenzen. Aber trotzdem, Moment. Herstellen. Nee, wo sind sie denn? Wir haben noch die Super. Da, genau. Die können wir sogar herstellen. Und zwar die Schuhe des älteren Blutes. Und Handschuhe des älteren Blutes. So. Handschuhe plus 2 plus 2. Reduktion von Magieschaden plus 15. Blutenresistenz 8, 8. 15 maximale Tragkraft. Ui. Super. Und die Schuhe 1, 1, 10, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Aber auch besser. Und die sehen schick aus. So, einmal handeln. Einmal verkaufen. Unsere Hose, Stiefel, Handschuhe, Stiefel. Unsere alte Rüstung kann auch weg. Die können wir nicht verkaufen. Das Schwert kann jetzt auch weg. Das Schwert kann weg. Wie gesagt, wir brauchen es nicht mehr. So. Aber Moment. Was weißt du denn über die wilde Jagd? Ich interessiere mich für die wilde Jagd. Kannst du mir helfen? Jagen gehört nicht zu meinen Steckenpferden. Danke. Er hat wohl keine Ahnung. Pass auf dich auf. Ja. Okay, aber ein sehr sympathischer Charakter. Ach, wir haben die Ingredienzien für das Manuskript, sehe ich gerade. Ich habe alles. Nicht möglich. Gib her. Es müssen unbedingt die Anteile stimmen.
Geschafft. Mal sehen, was drin steht. Oh Götter. Was hast du gefunden? Eine Anleitung zum Schmieden des legendären Schwerts Kerme. Sie ist dein. Du hast sie dir verdient, Hexer. Es wäre mir eine Ehre, das Schwert zu schmieden. Danke. Mach's gut. Das ist bestimmt nicht einfach. Wir können es sogar schmieden. 50 bis 58. Es ist ein Stahlschwert. Vitalitätsregeneration plus 2. Oh. Oh. Das Schwert nehme ich. Kerne. Das ist Kerne. Okay, habe ich mir optisch jetzt impulsanter vorgestellt. Sogar mit zwei Runenplätzen. Aber wir haben ja noch Runenplätze eingelagert. Grüße. Okay, das ist dann wohl das Gasthaus. Hallo? Hübsches Lokal. Meine Verehrung. Danke für das treffende Kompliment. Willkommen im ewigen Feuer. Die Küche ist Tag und Nacht geöffnet? Aber nein, ewiges Feuer bedeutet Licht der Wahrheit, Glut echter Gemeinsamkeit. Nur im ewigen Feuer, unter diesem Zeichen, müssen die Hexen brennen, trifft der Mann seinesgleichen. Ich sag da nicht zu. Wir wollen mal ganz kurz sehen, was wir hier eingelagert haben. An Runen. Runen der Sonne. Schleifsteine, Runde des Mondes. Okay, okay, okay. Wir haben zwei Runenplätze frei. Jetzt natürlich die Frage, wollen wir wirklich diese Runen nehmen? Zeichenschaden, Schaden plus 5% oder investieren wir ein bisschen Geld? Ich weiß ja nicht. Einlagern, abholen. Apropos einlagern, abholen. Wir können durchaus mal ein paar Aufwertungen wegpacken. Öle, die benutzen wir eh kaum. So, auch hier handwerkszutatenmäßig. Ihr wisst ja, überwiegend können wir die Sachen einfach wegpacken. Aber es hat sich ausgezahlt, um alles schön zu sammeln. Jetzt zum Beispiel für die eine Aufgabe. Teil einer Rüstung, okay. So. Wenn es die Kammer noch gäbe, ja, was machen wir jetzt? Was machen wir? Ich weiß es nicht. Wen haben wir denn hier? Urtan, was machst du denn hier? Rattenfang hatte keine Zukunft mehr. Ich hab's aufgegeben. Will jetzt in der Unterhaltungsbranche Karriere machen. Dann viel Erfolg. Diese Truppe hat Potenzial. Als ihr Prinzipal und Confrancier mache ich sie zu den berühmtesten Komödianten nördlich der Yaruga. Hast du schon unsere neue Nummer gesehen? Urtan, ehe du in Fahrt kommst. Unterhaltung hatte ich in letzter Zeit genug. Ich möchte wissen, ob du weiterhin Fallen herstellst. Für einen Fachkollegen tue ich alles. Ja, brauche ich aber jetzt nicht. Schau mal wieder rein. Naja, später. Wir müssen protestieren auf das Ich beschwöre euch, entsagt der Magie. Ja. So, wir wollen, ich würde sagen, jetzt zuallererst mal die Aufgabe hier mit dem Turm machen. Das sollte eigentlich ein guter Anlaufpunkt sein. Die Gargoyles werden wir nebenbei erledigen. Kongress der Zauberer kommt später. Wir wollen das Geheimnis von Loch Muin machen. Genau. Und dafür sollen wir unter diesen wunderschönen Turm dort gehen. Ich frage mich, wo das hier hinführt. So. Kedwinische Soldaten. Es waren mal kedwinische Soldaten. Was ich gerne mal eben machen würde,
Oh doch, das geht hier. Da bin ich mir ganz sicher. Sag ich ja. 4 Fähigkeitspunkte. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Vitalität erhöhen. Ja. Heliotrop-Zeichen, wenn die Adrenalin-Anzeige voll ist. Und hier. Alle Resistenzen plus 20%. Und so weiter. Alle Resistenzen plus 30% Zeichenschaden plus 10. Und ab sofort sollte unser Adrenalin verdammt schnell steigen. Meister der Magie. Ja. So würde ich mich schon bezeichnen als einen solchen. Bevor wir aber jetzt hier lang gehen, würde ich doch lieber die Aufgabe starten oben. Hier rechts steht es ja, das Geheimnis von Lokmuin. Um Gottes Willen, mein Monitor ist so groß, ich habe das gar nicht gesehen auf der rechten Seite. Und ich würde sagen, wir betreten hier erstmal diesen Turm und sehen zu, dass wir die Aufgabe mit den Forschern starten. Hier war eine Tür. Okay. Ja. Donnerschlag. Bruxa. Wer war das denn jetzt? Nachhallender Kristall. Ah, aua. Darf ja nicht wahr sein, dass sie einfach mal ein Gegner ist. Eine Art Endgegner war das doch jetzt, oder? Und hier ist eine Wand, die wir zerstören können, glaube ich. Was? Oder es wird später der Ausgang? Keine Ahnung. Seltsamer Tunnel. Trifft dich mit der Expedition im Keller unter dem Turm. Ja, was auch immer der Raum hier jetzt für einen Sinn hatte. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen lieber weiter runter. Die Treppe führt einfach zu einer Wand. Was ist das denn bitte für ein Turm? Also der Architekt, meine Güte. Wir sind durchgebrochen. Am richtigen Ort. Ah ja. Achtung, er hat Wannemar getötet. Und zahlreiche andere Magier. Ich weiß, wer das ist, Cynthia. In derselben Stadt wie Philippa. Und du hast noch nicht mal deinen Namen geändert. Da braucht man schon Eier. Philippa spielt keine Rolle mehr. Sie wurde verhaftet. Und ich hätte sterben sollen. Doch das tat ich nicht. Schwerer Fehler. Ich schlage dir einen Handel vor. Ah ja. Erstmal die Frage, wonach sucht ihr? Ihr wisst ja hoffentlich alle, wer das ist. Schön, dass sich hier jetzt die Wege doch nochmal zusammenführen. Warum seid ihr hier? Wir vermuten, dass der Hennas Labor Dokumente und Bücher enthält, die der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften von Nutzen wären. Das ist nicht mal halbwegs lustig. Du lügst. Wir wissen nicht, was das Labor enthält. Der Henna war talentiert, aber auch ein Exzentriker. Und was hofft ihr zu finden? Das ist geheim. Ich kann es dir nicht sagen. Jedenfalls brauchen wir deine Hilfe. Das Labor befindet sich unter dem redanischen Lager, also kommen wir oberirdisch nicht ran. Wir wollen durch die Kanalisation, doch das schaffen wir nur mit einem fähigen Schwertkämpfer. Ja, wenn da wirklich interessante Forschungsunterlagen sind, ich meine, wenn sie uns am Ende verrät, können wir sie immer noch angreifen, töten, was auch immer, und zur Rechenschaft ziehen. Also ich würde schon an der Stelle gerne hören, was sie suchen und wie der Plan aussieht und auch sehr gerne durch die Akademie, durch die Kanäle durchgehen, um herauszufinden, wie gesagt, was da alleine gelagert wird. Allein das Wissen zu erlangen, was sich dort unten befinden könnte, das lockt mich jetzt schon wahnsinnig, weshalb ich auf jeden Fall diesen Auftrag auch annehmen möchte. Wenn es einen Handel gibt, dann nicht zu deinen Bedingungen. Hör mich an. Also gut. Hexer,
Hilf mir, meine Mission zu erfüllen. Hilf mir, Dea Hennas Labor zu öffnen. Was gibst du mir dafür? Ich habe die Geheimdienstberichte gelesen. Ich kenne deine Vergangenheit. Es stehen Dinge darin, wichtige Dinge, an die du dich nicht erinnerst. Ich könnte dich zum Reden zwingen. Das glaube ich nicht. Willst du mich foltern? Wir wissen beide, dass du das nicht könntest. Ich möchte aber eigentlich nicht für Nilfgaard arbeiten, wenn ich jetzt überlege. Tut mir leid, ich kann die Kaiserlich nicht unterstützen, Leute. Allein, was sie mit Triss gemacht haben, das geht nicht. Nein, 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 nein. Tut mir leid. Ich helfe euch nicht. Ich verschwinde von hier. Solltet ihr mir je wieder begegnen, rate ich euch zu fliehen. Ach, dann geh doch. Nichts da. Schillert hat ihn zum Tode verurteilt. Und tot sollte er sein. Wannimmer hat versagt. Das darf uns nicht passieren. Lang lebe der Kaiser! Ja, ich hab's schon erwartet. Es ist aber echt nicht lustig, was hier gerade geschieht, denn die machen guten Schaden. Ja. Nummer 1 ist tot. So. Ja, der Effekt lässt auf sich warten. Das Adrenalin haben wir jetzt nicht so gut benutzt. Das ist jetzt die Folge durch das Magie-Adrenalin. Unserem Alter noch auf solche Abenteuer eingelassen. Ich bin bloß froh, dass wir mit dem Leben davon gekommen sind. Quest nicht erfüllt. Tut mir leid, wie gesagt, aber ich kann doch jetzt nach der. Ich kann da jetzt nach dem Hintergrund nicht mit Nilfgaard zusammenarbeiten. Das wäre ja total paradox, Leute. Nun. Ich denke, dies ist das endgültige Aus für unsere Expedition. Konntest du sie nicht verschonen? Ohne sie können wir der Hennas Schlösser niemals öffnen. Ich weiß, aber mir blieb keine Wahl. Ich kenne Cynthia und ihre Methoden. Sie hätten uns benutzt und dann umgebracht. Was ist mit der Wissenschaft? Die wird sich ihren Weg schon suchen. Ja, jetzt überlege ich natürlich... Karte vom Pontartal, ja, schön, schön. Jetzt überlege ich natürlich, wäre es nicht eine Alternative gewesen, wo war der letzte Speicherpunkt, wenn ich mal fragen darf, vielleicht doch mit ihnen mitzugehen und sie dann nachher umzubringen, wenn sie uns wirklich verraten hätten. Ich denke mal, dass sie uns verraten hätten, steht außer Frage.